Warum tut man halt so weh? Hier stellt man auch eine Schüssel hin. Ein ehrbares Duell. Richtig, Brendigian, was sollte das? Was denn? Du warst kurz davor, naja, Hätte du ein hast Leben am Ende gerettet. verloren. Das ist egal. Nein. Wenn man in einem ehrenhaften Zweikampf steht, zieht man ihn auch durch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mann nicht ehrenhaft gekämpft hat. Wie oft denn noch? Das sind die Hässlichen. Gegen die musst du deine Ehrgefühle zurückhalten, Yarlan. Er hat mich herausgefordert und ich habe auch angenommen. Ende der Ja, und Geschichte. Genau, und ihr habt zu Ende gekämpft. richtig. Mit mäßigem Ergebnis. Warte, warte, warte. Rachsucht. Ich habe Jetzt geht's ja aber Rachsucht, gib mir los. einen Moment. Du hast verloren, hat er recht, aber der Spruch ist natürlich hart. In der Tat, ich scheine meinen Meister gefunden zu haben. Naja, euer Meister ist tot. Eure Knappen hat ihn erledigt. Ja. Damit bin ich Das jetzt wird sie euer mir den Rest Meister, oder? aller Zeiten vorhalten. Ja, ganz sicher, das vergesse ich nicht. Also ich habe natürlich auch ein bisschen mitgeholfen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen dein Meister. Sobald ich wieder an Land bin, werde ich sehen müssen, dass ich Also ja, ein, zwei neue Tricks lerne. richtig. Ich habe dich ja schon so ein bisschen ausgebildet, was Lesen und Schreiben angeht. Jetzt können wir mit den Grundübungen, wie man ein Schwert hält, anfangen. Ich halte dich gleich mal am Schwert, Kopfgeber von Bord. Ah. Immerhin der Rest derer, die oben an Deck waren, waren auch nicht unbedingt geneigt, sich zu ergeben. Ich glaube, ihnen wurde nicht die Wahl gestellt. Die wurden einfach zerschnetzelt. Das ist vielleicht besser so. Denke ich auch. Aber wir haben diesen Mann hier getroffen. Und man deutet mal auf den bewusstlosen Chorgeweihten, der nicht da ist. Wir haben einen bewusstlosen Chorgeweihten gefunden. Doch oben ist er. Bistra wohl. Aber ich denke nicht, dass er am Tisch sitzt. Ja, nee, der liegt irgendwo auf dem Ich deute Tisch halt drauf. nicht. Von mir aus. Den haben wir War mitgekocht. das der, der oben in diesen Ästen hing? Richtig. Priodano kümmert sich gerade so ein bisschen um den einfachen Seemann. Er ist ein bisschen verrückt gewesen und wollte dann mit einem gebrochenen Bein und ich glaube sehr geschwächt, naja, er hat gesagt, er hängt 2 Tage auf diesen Ästen, wollte er dann alleine dort oben in den Turm, wo höchstwahrscheinlich das Herz ist, hingehen. Hat er also das Herz gefunden? Warum Weiß habt es ihr nicht. noch, warum habt ihr der Arche noch nicht den Garaus gemacht? Wir haben auf weitere Befehle gewartet und wollten wir, dass ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Nun, zum einen ja, dann sind wir mitten auf dem Ozean, mitten in der blutigen See, und zum anderen müssen wir das, denke ich, einmal ausführlich besprechen, was wir jetzt mit diesem Schiff machen. Richtig, wir müssen ja auch irgendwie weg. Das Schiff zerstören, dann kommen wir nirgendwo mehr hin. Ich nehme an, ihr lasst euch nicht für die Idee begeistern, einfach zwei Ruderboote zu nehmen und. Funktioniert nicht, wir sind direkt neben einem Strudel. Habt ihr Zunächst Schnapp? einmal müssen wir auch Ephadaios und Fiona finden. Vielleicht können wir ja Verlan Shield nochmal zu dem mittlerweile wieder eingeschlagenen schwarzen Schwert Ich der Arche glaube, einfach befehlen, sie freizulassen oder so. du solltest die Finger davon lassen. So wie du gerade aussiehst. Meine Hand ist schon schwarz. Ich gucke im Ring mal. Ist sie noch schwarz? Ist das mehr geworden? Deine Hand? Ja. Es ist nicht mehr geworden, aber sie ist immer noch schwarz. Immer noch diese Blitzlinien in deiner Hand und deinen Adern. Zieht sich so Hat durch das den Armo. Myria Meine Hand auch, ist oder? schon schwarz. Jetzt wird es auch nicht mehr schlimmer werden. Das sagst du. Myria das auch. Was ist, wenn du es jetzt nochmal anfasst und dann direkt in die Niederhöllen schreitest? Ihr habt recht, wir sollten ein wenig warten. Oder es jemand anderem geben. Ach, knappe. Sie wurde im Kampf gegen euren Gegner tatsächlich gar nicht verletzt. Nun, sie hatte das Tuch auch noch da Reiz doch rumgeschlagen, ein. oder? Nun, das Schwert fasst jetzt auf jeden Fall niemand mehr an. Wir müssen mal sehen. Es stand in dem Buch nicht irgendetwas von Steuerfrauen von diesem Schiff? Ich habe gehört, dass sich dort oben 2 Frauen unterhalten haben. Das werden dann wohl die Steuerfrauen gewesen sein. Sollten wir wohl alsbald diesen Turm betreten. Und diese Steuerfrauen zur Rede stellen. Vielleicht können sie uns sagen, wie wir hervorkommen. Oder wo genau wir sind.
Nun, wenn das stimmt, was in dem Buch stand, dann werden wir ihnen befehlen können, was sie als nächstes ansteuern. Zumindest der, der das Schwert hält. Und dann ist die Frage, wer soll das Schwert halten? Also Jalan auf keinen Fall. Eigentlich würde ich sagen Myria. Myria wird nicht das Schwert halten. Myria darf eigentlich gar kein Schwert halten, sie ist eine Knappin. Dann werde ich das Schwert halten. Ich würde auch nicht nur eins sagen. Du siehst auch nicht so gut aus. Endurium. Ich weiß ja nicht. Also ich habe Jalan, du kannst auch durch das Tuch hindurch, kannst du das Auge spüren, wie das Auge auf dir liegt und dich ansieht. Bring das Teil doch am besten erstmal in deine Kamera und schließ die Tür ab. Mir mag es nicht hier draußen. Ja, Ragnar geht hin und bringt das Schwert weg. Warum reichelt nochmal drüber. Man denkt sich so, oh, wie viel Geld ich damit machen könnte. Und packt es dann irgendwo in eine Kammer. Ich weiß nicht, ich meine, meine Hand ist schon schwarz. Sollten wir wirklich riskieren, dass noch jemand so einen Schlag fängt? Ja, aber vielleicht müssen wir es ja gar nicht aus dem Tuch herausholen. Vielleicht reicht es ja, wenn wir es in unserem Besitz haben. Vielleicht. Am besten ruhen wir uns ein wenig aus. Und, da seid ihr. Señores, selbstverständlich, ich bin an eurer Seite. Ihr seid ja ein sehr erfahrener Seefahrer. Ich weiß, ihr habt nicht viel, mit dem ihr arbeiten könnt, aber habt ihr eine Ahnung, wo wir in etwa sind? Ja, Signore, das ist etwas schwer zu sagen, aber anhand der Aufzeichnungen, die ihr von woher waren die Aufzeichnungen? Ich habe das Siegel nicht genau gesehen, aber ihr sagtet dann, ein Schiff an Bord der Lorcher sagtet ihr, dass diese Aufzeichnungen geheim sind. Zumindest dieser Strudel, den wir umfahren haben. Wir sind dort etwa. Und, wir haben nur Rudert und Diesel überfahren. Und daher vermute ich, dass wir uns irgendwo dort in der Nähe befinden. Aber wir können kein Land erkennen, also die Überfahrt mit einem der Beiboote wird lang und sehr unbequem. Vor allem, da das nicht nur ein einfacher Ozean mitten im Winter ist, sondern zudem ist es die blutige See. Das Wasser um uns herum ist schaumig, leicht schwarz, nicht nur blau. Wir sind also an der denkbar schlechtesten Stelle auf dem gesamten. Ja, auf dem gesamten Westmeer. Ost. Ja, si, Signor. Natürlich. Und vielleicht könnten wir ja diesen Steuerfrauen dann befehlen, uns irgendwo hinzufahren. Am besten nach Beilung oder so. Aber das wird sich dann zeigen müssen, wenn wir alle. Er schaut sich mal verstohlen, ob überhaupt jemand verletzt ist, wieder bei Kräften sind. Ja, also wie gesagt, es gab ein paar Knochenbrüche durch zusammenziehendes Holz. Ähnlich wie bei der Treppe, das ist dann unten bei den Homeriern passiert oder irgendwelche Pfeilbolzen, die dann aus versteckten Ritzen und Spalten gekommen sind. Also ich hatte ja auch bereits beschrieben, dass der andere Ritter Jagold Riedgötter verletzt ist. Dort unten beim Tor in die Niederhöllen ist quasi nichts passiert. Die sind alle sehr unruhig, freuen sich dann, wenn es eine Abwechslung gibt, die dann ausgetauscht werden gegen andere. Die Eingeschlossenen, die da beim Gang, beim Altar der tiefen Tochter waren, sind wieder befreit. Die konnten berichten, dass bei der Arena wohl jemand in der Maulgrotte sitzt. Und ja, das ist wohl nur einer, den sie da gesehen haben, haben sich da mit dem Schild ein bisschen vorgetastet. Der Krakenmolch sitzt in einer Ecke und die haben dann nach kurzem Intermezzo auch diesen Piraten dann umgebracht. Das heißt, die Maulgrotte ist auch wieder voll begehbar. Gut. Von Ephadaios und Fiona weiterhin keine Spur. Es ist wohl noch jemand mal eingebrochen, aber den konnte man dann sehr schnell wieder herausziehen, bevor sich das Holz dann da wieder geschlossen hat. Man musste dann der war mit Hüfte dann wieder eingeschlossen. Irgendwas hat wohl nach den Beinen gegriffen, als der Unterkörper da eingeschlossen war, aber man hat dann sehr schnell mit Äxten den anderen Körper wieder rausgeholt. Ich lasse mir noch von Ritter Jagold einen kurzen Bericht erstatten, wie es denn um die Schiffsgeschütze bestellt ist.
Schiffsgeschütze. Oder falls er dann nicht sich. Also er selber weiß das nicht, aber Uchtan, kannst du das dann fragen? Es gibt am Oberdeck gibt es leichte Rotzen und schwere Rotzen. Es gibt Harpunale und die nicht nur auf dem normalen Oberdeck, sondern man hat auch, wenn man den Brückenturm nach oben geht, das hat man bisher noch nicht getan, da stehen auch noch zwei weitere Harpunale, da stehen auch noch weitere Rotzen oben und feuern dann aus verschiedenen Aufbauten und unter anderem auch aus den Hörnern könnten die herausfeuern. Also dieses Schiff ist quasi eine uneinnehmbare Festung von außen. Ja, dadurch, dass ihr jetzt dieses Effathorn geblasen habt, ist es möglich gewesen, da ranzukommen. Aber ansonsten, die Vorstellung, dass man mit einem normalen Schiff, ob das jetzt eine Zedracke ist oder eine Galeere oder eine Bireme, völlig egal, aber die Vorstellung allein, dass man ein solches Ungetüm angreifen muss, ist, ja, also er kann sich das nicht vorstellen, dass das irgendwie gelingt. Man auf die Götter vertraut, geht es immer irgendwie. Aber mal ein ganz anderes Thema. Wie geht's eigentlich Dynar und Potro? Die auch irgendwo hier? Potro ist in Kunchon geblieben. Den wollten wir mitnehmen, aber der tauchte dann irgendwie nicht auf. Und Dynar ist auf Maraskan, naja, geblieben. Wieso das denn? Also wie hat er gesagt, er hasst den Ort? Er hatte nicht ganz die Wahl. Fragt er Verdeus mal. Okay. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir ihn finden. Irgendwelche Lösung dafür? Soll ich das Schwert jetzt nehmen? Niemand nimmt das Schwert, bis wir alle beisammen sind. Alles klar. Dann tragen wir es erstmal eingeschlagen hoch in den Turm und schauen, ob wir damit die Steuerfrauen. Was, wenn sie uns dann direkt angreifen? Oder haben wir keine Steuerfrauen mehr? Machen wir sie. Dann versucht Brendit an irgendeiner Zauberei. Das nicht klappt, machen wir sie nieder und steuern das Schiff halt so. Okay. Wie auch immer man so eine Eiche steuert. Ich bin mir sicher, seine Gnaden hat da die ein oder andere Idee zu. Vielleicht sollten wir uns auch jetzt gleich jedermann zum Kapitän ernennen, damit wir vielleicht der Eiche befehlen können, Ephadaius und Fiona auszuspucken. Wer weiß, wo die sind und wie wir dorthin kommen. Hat man die noch nicht gefunden? Leider nicht. Verfluchte. Bin ich jetzt der Kapitän, weil ich den anderen erschlagen habe, oder wie läuft das? Du bist die Knappin. Und du bleibst die Knappin, bis du Ritter bist. Ich würde dann Myrian ins Ohr flüstern. Ich glaube, du bist mehr Kapitänin, als er Kapitän ist. Gib dir dann einmal zu. Gut. Ich habe dich vermisst, Ragnar. Ich dich auch, Myria. Mit dir kann man immer Scherze machen. Ja, sie hat aber recht. Schön, dass du wieder hier bist. Freut mich. Sollen wir mal diesen Turm besteigen? Jetzt! Schaut Jalan an! Wollt ihr, dass seine Gnaden und Fiona von der Arche gefressen werden? Gutes Argument. Los geht's. Ich kenne die Fiona nicht, aber der gute Ephadaios ist mir schon irgendwie ans Herz gewachsen. Der hat mir immer mein Leben gerettet. Das hast du auch schon mal. Vor allem hat er uns in Valusa den Hintern gerettet. Was ist eigentlich mit Rodrigo geworden? Der... ist vermutlich bei Wascha. Oder sie bei ihm. Wer ist das? Hoffe ich mal. Das ist... seine... Frau. Oh, das freut mich für ihn. Ja, sie... ihre Schlange hat ihn einmal fast tot gebissen, aber... jedenfalls, wir haben sie verloren, als in Valusa die Tore eingerannt wurden, und ich hoffe, sie hat sich zu ihnen durchgeschlagen und sind beide wohl auf, aber wir wissen nichts. Da kann man nur hoffen. Und beten. Nun, sollen wir gehen? Alles klar. Und Ragnar läuft schon vor und nimmt das Schwert. Ich bin gerade überlegen. Ragnar, lass mich diese Bürde auf mich nehmen. Ach nein, ich kenne mich ein wenig damit aus, mit diesen... mit Schwerterschwingen? Nein, mit dem, wie die Ungeschaffenen versuchen, die Kontrolle über jemanden zu erringen.
Ich glaube, ich kann mich besser davor schützen als du. Warum? Naja, ich war jetzt 2 Wochen auf einer Dämonenarche, also... Du warst der Koch. Richtig. Ich habe es bereits einmal angefasst und überlebt. Wenn jemand das nochmal macht, dann ja wohl ich. Naja, Myria hat das auch gemacht. Und Myria hat den Captain besiegt. Richtig, und je weniger Myria solche Dinge in den Händen hält, desto besser für sie. Aber desto schlechter für dich. Dann ist das so. Dann ist das so, und Ragnar nimmt das Schwert. Und mit euch, ihr schiebt die Stühle nach hinten, steht auch Bisfra wohl auf von seinem Tisch. Nickt euch zu, kommt dann auf Yalan, gibt ihm dann auch die Hand zum Kriegergruß. Regel Nummer 3. Genieße eine kurze Pause mehr als eine lange. Würde Yalan jetzt mal auf Attack sagen, der ist verrückt. Ja, würde das mal ignorieren. Ihr seid also ein Gewalter des Schwarzen Panthers. Ei. Was bringt euch her? Ich wurde gefangen genommen. Ja, viel eher, was gegen bringt meine euch lebendig her? Ich hatte eigentlich meinen Weg in den Tod finden wollen, aber sie haben aufgehört, bevor ich tot war. Feiglinge. Spuckt da mal aus, immer noch blutig. Allerdings jetzt nicht auf dich, so wie er es bei Ragnar getan hat, sondern dann vor seine eigenen Füße. Sie hätten mich umbringen sollen. So haben sie mich nur noch stärker gemacht. Kannst sehen, wie seine Kniescheibe wohl zertrümmert ist. Und nun, der Kapitän ist tot. Und sein Diener auch. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Nun, solange es hier immer noch Wesen gibt, die bluten können, werde ich den donnernden Himmelreiter stolz machen. Und entweder meins vergießen oder ihres. Ich glaube, unten im hinter der Maulgrotte gibt es noch einige ihrer Geschöpfe, die ein wenig Blut haben sollten. Ich habe wohl gehört, dass es sowas wie eine Arena geben soll. Meint ihr das? Nein, in der Arena habt ihr recht. Sitzt ein riesiger Krakenmolch. Aber wollt ihr dem wirklich ohne den Vollbesitz eurer Kräfte entgegentreten? Ich meine, es ist schließlich kein guter Kampf, wenn ihr so geschwächt seid, dass ihr nicht richtig kämpfen könnt, nicht wahr? Dann ist es wenigstens fair für den Krakenmolch. Wenn ich bei voller Kampfkraft bin, ist es nicht fair. Leute, nochmal auf Attack, völlig plemplem. Hochmut kommt, wie ich heute erst erfahren durfte, vor dem Fall. Wenn das Wesen einen neuen Namen hat, kannst sehen, wie seine Augen glitzern. Wenn ihr wollt, halte ich euch nicht auf. Ich werde jetzt erstmal in die Waffenkammer gehen mit eurer Erlaubnis und mir ein paar Heretic kurz Haken holen, Dornen, irgendwas zum Schneiden, irgendwas zum Werfen, eine Flasche Rum. Sieht der Mann gesünder aus als vorher? Er hat genauso viel Blut wie in sich wie vorher. Vielleicht, wenn er mal irgendwie ein bisschen mehr Blut hat, was in seinem Kopf fließt, dann... Also theoretisch. Er ist wieder bei Bewusstsein. Er ist auch irgendwie ein bisschen verbunden, aber er wurde jetzt nicht magisch geheilt oder so. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte er hat. Also theoretisch könnte ich ihn wieder umklatschen. So kaputt sieht er nicht mehr aus. Also er hat sich schon ein bisschen erholt und seine Ausdauer ist wohl hoch, aber... Das ist nicht gut für ihn. Nun, wenn ihr in den Tod springen wollt, vielleicht halte ich euch nicht auf. Vielleicht ein Chorspieß. Alles. Stumpfe Hiebwaffen. Scharfe Hiebwaffen. Natürlich. Nehmt euch einen von Ritter Jagolds Männern draußen, der soll euch zur Waffenkammer geleiten. Außerdem soll er aufpassen, dass der Krakenmolch nicht aus der Arena ausbüchst, nachdem er euch gefressen hat. Dann kümmere ich mich zuerst um den Molch. Ja, er dreht sich dann von dir weg in Richtung... er geht in Richtung Tore der Niederhöllen und du kannst dann auch hören, wie er so zu sich selber murmelt. Niederbeten, ausmerzen, vernichten, einstampfen. Das würde ich jetzt dann doch auf Gareti sagen. Völlig geisteskrank. Nochmal, yes. Schrie dich schön laut. Ja. Er ist ein Chorgewalter, die folgen ihren
ganz eigenen Prinzipien. Sie mögen nicht immer logisch sein oder ehrenhaft, aber sie folgen halt ihrem Gott. Senior, er kann dabei, ja seine Wiedergeburt gar nicht erwarten. Senior, und, bei aller Liebe, aber wenn ein Korke weiter so verrückt ist und das Blut schluckt, dann ist er vielleicht dem jenseitigen Mordbrenner gar nicht so sehr fern. Wir müssen auf alle Fälle aufpassen. Gibt mehr als einen von ihnen, die in den Schwarzen Landen ihr Verderben gefunden haben, aber derzeit halte ich es nicht für förderlich, dass wir uns ihm in den Weg stellen. Ich und denke, wenn er uns Tagen euch befreien will. Ich möchte nur, dass wir aufpassen. Deswegen wird ja ein Mann auf ihn aufpassen. Wenn er uns von dem Krakenmolch befreit, ist das wunderbar. Wenn der Krakenmolch uns von ihm befreit, ist das bedauerlich, aber eine Tatsache. Nun, ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Zweites Mal kann ich das nicht für ihn tun. Ja, eigentlich habe ich ihm nur zweimal das Leben gerettet. Ihr seid jetzt mittlerweile bei der mittleren Treppe angekommen, wo es dann einmal zu dem Quartier von Iri Balgur geht, die Treppe hoch, Mannschaftsquartier und so. Da könnt ihr sehen, dass wohl Jagold Riedkötter gerade aus Richtung Waffenkammer kommt, beziehungsweise Tore der Niederhölle, geht auf euch zu, schüttelt nur mit dem Kopf. Der Typ ist total irre, Mann. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Und damit beende ich die Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit der Vardaios. Hoffentlich. Hoffentlich, genau.